Guten Morgen. Ich melde mich heute kurzfristig, weil ich bin von der Wohl Taskforce beauftragt worden, die aktuellen Wahlhygienemaßnahmen kurz mitzuteilen. Ich bin sozusagen der Botschafter, der Antivirus-Botschafter für die Hygienebestimmungen. Und ich bin ganz aufgeregt, weil es ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Und die haben da viele Utensilien und die kenne ich fast nicht mehr aus. Aber ich versuche mit bestem Wissen und Gewissen eng die Hygiene- und Desinfektionsbestimmungen für die anstehenden Wahlen und fürs Referendum irgendwie zu vermitteln. Deswegen der Titel heißt genau, Entschuldigung, wenn ich das vorlese. Hygienische Wahlregelbestimmungen zur Durchführung der Covid-bereinigten Gemeinderatswahlen mit angedocktem Staatsreferendum oder wählerische Hygienebestimmungen zur Durchführung desinfektionsrelevanter Stimmviehabgaben. Gut. Also die eigentlichen, die normalen Aha-Regeln, die ihr es alle wisst, anbandeln, Händchen halten, abfliegen. Die werden durch ein Triple A ergänzt und das heißt, in die Hygienebestimmungen müssen wir jetzt versuchen, den Virus zu isolieren. Also wir suchen den Covid-Virus, den suchen wir jetzt und versuchen ihn für sich, weil dann kann man viel besser desinfizieren und eliminieren. Es ist zwar bis jetzt noch nicht gelungen, aber wir versuchen das trotzdem. Was ich eigentlich sage, das ist alles wahr. Es ist vielleicht ab und zu mit ein bisschen mit dem Coronavirus Satyrus 2 versetzt. Aber im Prinzip stimmt's und wer das nicht glaubt, der kann leider selber googeln und da findet er alles. Gut, fangen wir gleich mit der ersten Regel an. Gurgeln. Moment. Also, neueste Studien haben ergeben, dass Gurgeln, auf Deutsch heißt es Mundspülen, gegen Corona hilft. Und in dem Fall hilft es auch für die Wohlen, damit wir für die alten politischen Viren befreit werden, die uns im Hals stecken geblieben sind. Und deswegen, wenn wir fest gurgeln, dann seien wir für die neuen Coronaviren und alle anderen Viren, die noch die Wohlen kommen, wirklich gut vorbereitet. Deswegen gurgeln, Mundspülen und nachher sind alle Restbestände wirklich desinfiziert. Man kann im politischen Beigeschmack, in alten politischen Beigeschmack wegspülen und ist bereit für neue Geschmäcker. Zweite Regel. Stirn desinfizieren. Das ist ganz wichtig, weil wenn Sie ein Fieber messen, also die Wohltemperatur messen, dann muss die Fläche einfach frei sein und möglichst soll hinten auch alles sauber sein und nicht verunreinigt sein, damit die neuen Ideen und Gedanken wirklich Platz haben und damit man sich nicht vor herumschwirrende alte Viren irgendwie irreleiten lässt und da irgendwie verblendet ist und nicht gut das erledigen kann. Dritte Regel, das ist ganz wichtig, weil das haben wir bis jetzt nicht gewusst, 30 Sekunden Hände waschen. Also wirklich, 30 Sekunden, wenn wir jetzt die Stoppuhr nehmen, am besten ist, stellst du so eine Eieruhr auf und 30 Sekunden und da nicht so einfach so reiben, sondern wirklich 30 Sekunden ist, weil das gehört zur Grundausstattung. Und der Europäische Sozialfonds, der hat jetzt auch, bietet jetzt Kurse an und stellt dafür Gelder zur Verfügung im EU-Fonds. Und da kann man Kurse machen, wie man richtig reibt und rippelt, damit man sich die Hände reinwaschen kann. Regel 3. Regel 4. Ganz wichtig.
Ich habe es vielleicht gehört, dass sie in Griechenland irrtümlicherweise XXL-Masken gemacht worden sein. Und deswegen will ich einfach sagen, wie so XXL-Masken ausschauen können. Und es dürft einfach nicht vergessen, dass man eventuell halt auf jeden Fall XXL-Masken haben im Vorteil, dass man sich gut verstecken kann. Bitte nicht XXL-Masken aufsetzen, sondern richtige Masken, bevor sie das Haus verlassen. Das Problem hat sich gestellt, aber das ist nicht ein desinfektiologisches Thema, heute ist eine andere Gruppe zuständig. Ich muss eigentlich, wie man die Leute in der Wohlkabine erkennt, beziehungsweise kann man die Masken im Wohlraum abziehen, beziehungsweise wenn da jetzt so ein Wohlhelfer ist und den kann ich nicht sagen, dann, hey du, Maske runter oder dreh dich um oder wer steckt hinter dieser Maske? Die andere Alternative, dass man sich einfach sein Konterfei, also sein Gesicht, auf die Maske drucken lässt. Ich mache ein kleines Beispiel. Und dann wissen die Leute sofort, wer sie sein. So, man da kennt man dann natürlich sofort, wer hinter der Maske steckt. Und das tut natürlich vieles vereinfachen und das ist ein großer hygienischer und desinfektiologischer Schutz, damit man nicht mehr die Masken anziehen braucht, beziehungsweise dass die Wohlhelfer nicht Gefahr laufen, dass sie irgendwie infiziert werden. Ganz wichtig ist, in Wohlzettel, jetzt nehme ich ein kleines Beispiel von einem Protokollblattl, weil das geht zurück auf ein Hygieneprotokoll von der Frau Unterrichtsministerin Azzolina. Die hat gesagt, dass die Protokollblatteln alle desinfiziert werden müssen. Und nachher müssen sie in eine Folie gegeben werden. Und dann werden sie nur mal desinfiziert, die Folie selber. Und nachher werden sie aufgehängt. Und das Gleiche gilt für die Wohlzettel. Ich lege da hinten einen Aufkleber, weil ich nachher noch erklären muss, wie man genau das Kreuz macht. Aber auf jeden Fall nicht vergessen, in Wohlzettel desinfizieren. Das ist praktisch die vierte Regel gewesen. Hängt zusammen mit der Maskenregel. Hab's verstanden? Also wir werden es noch nicht wählen, wir werden es leider die Hygieneregeln für die Wohlen aufstellen. Jetzt ist etwas von entscheidendsten. Regel 5. Das richtige Kreuz. Also wenn das Kreuz schon für die letzten Wohlen wehtut, beziehungsweise für die Entscheidung von einer letzten Wohl, dann können Sie jetzt einen Moment der Entspannung und Relax genießen, bevor es neue Kreuz macht. Normaler, also das ist jetzt ein Provisor, so ein Faksimile, so ein Faksimile. Normalerweise hat man ja das Kreuz so gemacht. Also man hat nicht gegangen. Jetzt ist die Gefahr, wenn sich die Linien da berühren, übereinander, die könnten viral infiziert sein und könnten die Viren auf andere Zeichen oder Namen übertragen. Deswegen müssen wir jetzt folgende Variante von Kreuz machen. In der Mitte machen wir einen Punkt. Das ist wie wenn wir ein Virus isolieren würden. Und von dem Punkt aus ziehen wir Linien. Eine Linie, zwei Linien, drei Linien, vier Linien. S6, damit kämen die einzelnen Linien mit keiner anderen Linie in Berührung und es ist eine gute Möglichkeit, virenfrei zu wählen. Die Gefahr besteht, wenn sie es nicht gut aufpasst und dass eventuell da die Linie ausrutscht, dass wir ungewollt zu anderen Listenzeichen oder Namen hinkommen. Und das kann natürlich auch eine Wohlstrategie sein oder ein Wohlversprechen.
Das kann für Chaos sorgen. Deswegen bitte mitzeigen, wirklich ganz, ganz gut konzentrieren, dass es in den richtigen Punkt setzt und von richtigen Punkt aus Linien sieht. Ob das nur Tangentialen, also Tangentialen sein, asymptotische Linien, na, jetzt bringe ich es durcheinander. Sagen wir, soll asymptotische Tangentialen sein Linien, die sich allerweil weiter näher kommen, aber sich nie berühren. Das ist so wie bei den Parteien. Die kommen sich allerweil näher, sie berühren sich aber nie, weil sie dürfen sie, also waren sie verschmolzen. Gut. Das hat jetzt eigentlich mit Hygiene im eigentlichen Sinn nichts zu tun, mit Hygiene von Hygieneprotokoll, aber von der Wahlhygiene. Und der Wahlhygiene ist natürlich schon enorm wichtig. Jetzt muss ich ihn wieder schleiern, weil sonst bin ich wieder viel zu viel. Nachher habe ich es gewählt. Das habe ich erzählt mit dem Wahlzettel, damit sie es noch reinnehmen, infizieren und dann voll in den. Wenn sie es die Kabine verlässt, wird sie es an Desinfektionsspray nehmen. Wir zeigen im Desinfektionsspray Tränen, damit es desinfiziert seid. Und nachher jetzt schauen, dass es die Folie ganz locker, ohne nirgends anzugehen, in den Wollschlitz werft. Gut. Das sind eigentlich die sechs hygienischen Grundregeln fürs Wahlprotokoll. Bitte haltet denkt dran. Zu den Wahlen selber kann ich gleich sagen, wählt die Leute, die ein Vertrauen genießen, unabhängig ob blau oder lila oder Regenbogenfarben oder Grossgrün oder was weiß ich was. Bitte geht wählen, weil ich habe es ja gehört, dass der Bozener Bürgermeister und der Meraner Bürgermeister schon ein Veto abgeschlossen haben, wer mehr Wähler, wer mehr Stimmvieh zu den Wahlen, zum Wohltrog, zum Wohlbarren bringt und wer verliert, muss dafür überstehen. Das finde ich wirklich super. Was das Referendum betrifft, bitte laut denk nicht in die Irre führen. Weil das ist so das sinnloseste und das blödeste Referendum, das es meiner Ansicht nach überhaupt gibt. Weil es ist ja schon eigentlich abgestimmt worden im Parlament. Sogar mit einer satten Mehrheit hat man 2019, glaube ich, beschlossen, dass die Politikrunden in der Firma vom Palazzo, halt im Parlament, reduziert werden, und zwar drastisch. Alles schon beschlossen gewesen. Dann sind ein paar Pfifferlinge aufgeschossen und haben gesagt, nein, da müssen wir jetzt ein Referendum machen, das geht nicht, wir können doch nicht so die Dinge da reduzieren, das ist ein unser Arbeitsplatz, das geht nicht. Dann hat man eine Weile hin und her, und zuerst ist es gelungen, aber dann ist es gelungen, dann haben wir ein paar Helden, das geschafft, dass man ein Referendum darüber macht. Und vor allen Dingen die Cinque Stelle sind ja dafür, dass man das tut. Achtung! Es wisst, ich bin allem für eine politikerfreie Gesellschaft. Aber Achtung! Hell haben wir noch nicht erreicht, deswegen überlege ich gut, ob es wirklich sinnvoll ist, mit Ja zu stimmen. Hell heißt, dass wirklich weniger werden und dass nur weniger unten sitzen, die vielleicht nur mehr. Nein. Oder ob sie gescheiter ist, demokratiepolitisch, oder überlegen das gut, weil das ist ein voller Einleger. Glaubt mir das. Das ist so wie mit dem Referendum vom Bozener Flughafen. Da haben sie es gemeint, das stimmt sie über etwas so, dabei haben sie über etwas ganz anderes abgestimmt. Und so ist es auch. Ich lese euch mal vor, was man, wie der Text heißt, was auf dem Wahlzettel von Referendum draufsteht. Stimmen Sie dem Text des Verfassungsgesetzes betreffend Änderungen der Artikel 56, 57 und 59 der Verfassung zur Reduzierung der Zahl der Parlamentarier zu, welcher vom Parlament verabschiedet und im Gesetzesanzeiger der Republik Italien Nummer 240 vom 12. Oktober 2019 veröffentlicht worden ist? Ja oder nein? Vorsicht. Ich habe mir versucht, das Gesetz anzuschauen, durchzulesen. Wirklich. Und ich bin mir viel wieder gerechnet, ich verstehe es nicht. Nein, ehrlich, ich verstehe es nicht.
Ich weiß beim besten Willen nicht, was die da meinen. Aber das ist Strategie. Sie wollen nicht, dass man das versteht. Deswegen haben wir Millionen von Advokaten und Winkeladvokaten und Schreiberlinge an Arbeit, damit sie die Gesetze so vertracken und verhickeln und verhacken, dass wir normale Menschen keine Chance haben, die zu verstehen. Deswegen passt bitte auf. Und vor allen Dingen, passt auf, dass es die Farben nicht verwechselt. Weil zum Beispiel in unserem Landeshauptmann ist passiert, dass der irrtümlich bei der Wohlveranstaltung von Herrn Bürgermeister Karamaski gewesen ist und gesagt hat, er ist der beste Bürgermeister, den Bozen je erlebt hat. Durch den Herrn Karamaski ist gelungen, dass Bozen auflebt. Dann hat er gesagt, nein, das ist ein totales Missverständnis gewesen, er hat doch nicht gewählt. Er hat einfach die Farben verwechselt, weil die Wahlkampfanzeige von Herrn Karamaski ist auch rot gewesen und der SVP ist auch rot. Farblich meine ich jetzt, sonst ist das ein reiner Zufall. Und jetzt hat er sich da hinverirrt und er ist halt allein rein zufällig. Halt irgendwie. Ja. Also Leute, vergesst nicht die 6 Wahlregeln, Hygiene-Wahlregeln. Sorge eigentlich nur noch Maske, dass man eigentlich in der Wahlkabine erkennt. Die Kandidaten braucht man nicht erkennen, weil Helm ist gleich, was dahinter steckt. Bitte denkt daran, wie sie es in das Kreuzl macht. Und denkt gut nach über Ja oder Nein. In diesem Sinne, gurgeln, wachsam bleiben und macht's gut.